Vielen Dank an Herrn Professor Scheuwens. Guten Abend allerseits. Wir sind ja wieder sehr zahlreich. Das finde ich sehr gut. Und ich hoffe, wir haben miteinander einen interessanten Abend vor uns. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie gekommen sind, dass das Thema allseits interessiert. Das kann ja nun wirklich niemanden mehr überraschen. Danke auch an alle, die sich in dem vorgeschalteten Online-Dialog schon beteiligt haben. Es waren über 100 und der Online-Dialog geht auch noch bis zum 30.11. Also Sie können auch danach uns noch diverse Dinge mit auf den Weg geben. Wohnen ist ein Grundrecht, obwohl es nicht im Grundgesetz steht. Jeder Mensch, aber im Grundgesetz steht es nicht. Jeder Mensch braucht ein Dach über dem Kopf und eine Wohnung ist sowas wie die dritte Haut eines jeden Menschen. Das Thema Wohnen geht also alle an und Wohnen gehört zu den elementaren Bedürfnissen. Darüber sollte kein Zweifel bestehen. Die Wohnung ist für die allermeisten Menschen sogar der Lebensmittelpunkt. Sie beeinflusst nicht nur den Alltag von Familien und die individuellen Entfaltungsmöglichkeiten, sie entscheidet auch über Sozialisations- und Teilhabechancen. Wohnen ist mehr als Unterkunft. Die Wohnung ist mehr und mehr auch ein Ort und ein Medium der Selbstverwirklichung. Und dagegen bedeutet der Verlust der Wohnung, die Wohnungslosigkeit, einen starken sozialen Abstieg und tendenziell eine Ausgrenzung aus der Gesellschaft. Und alles, was ich so wahrnehme, ist, dass die Angst genau davor in Berlin auch wächst. Diese beiden extremen Pole und die enorme Umverteilung von Wohnraum bestimmen die gesellschaftliche Debatte um das Thema Wohnen und das nicht nur in Berlin, aber in Berlin auf besondere Weise, weil Berlin ist eine Stadt, die wie keine andere deutsche Stadt wächst, in den letzten 5 Jahren um 243.500 Menschen, im Durchschnitt also um fast 50.000 pro Jahr. Für den Zeitraum bis 2030 erwarten wir weitere 180.000 Neuberlinerinnen und Neuberliner. Nach den aktuellen Prognosen wird Berlin dann 3,83 Millionen Einwohnerinnen haben. Es könnten aber durchaus auch mehr sein. Und auch das Umland wächst. Und auch die brandenburgischen Städte merken etwas von dem Boom in dieser Stadt. Das Tempo des Wachstums in Berlin ist enorm. Seit 5 Jahren hat sich die Dynamisierung ergeben. Davor haben wir hier bekanntlich andere Diskussionen geführt. Dieses Wachstum ist einerseits eine große Chance, natürlich aus wirtschaftlicher Perspektive, aber es ist auch eine enorme Herausforderung für uns alle, für die, die hier wohnen, für die, die hier wohnen wollen, für Politik, Verwaltung, für Unternehmen. Wir wollen, dass Berlin ein guter Ort zum Leben bleibt. Deshalb wollen und müssen wir das städtische Wachstum sozial gerecht, ökologisch vorbildlich und städtebaulich geordnet gestalten. Und wir wollen es mit dem Wunsch nach lebenswerten und grünen, sozial und funktional gemischten Quartieren in Einklang bringen. Wir wollen bewahren, was diese Stadt ausmacht: ihre unverwechselbare Atmosphäre, die gesellschaftliche Vielfalt, den sozialen Zusammenhalt und ihre Freiräume. Hauptaufgabe der Berliner Wohnungspolitik, der ich ja hier irgendwie als Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen vorstehe, ist es daher, ausreichend, angemessen, vor allem leistbaren Wohnraum für alle Berlinerinnen und Berliner zu gewährleisten. Gerade auch für Haushalte mit geringen und mittleren Einkommen, denn die sind in Berlin in der Mehrheit. Wohnraum für alle, die hier schon wohnen, die hierher ziehen und auch für die vielen Schutzsuchenden in unserer Stadt. Eine zentrale Dimension des städtischen Wachstums ist der Erhalt des sozialen Zusammenhalts. Denn zu den negativen Seiten des Wachstums gehören Verdrängungseffekte, ebenso wie die zunehmende Konkurrenz um Flächen. Wir wollen und müssen verhindern, dass untere und mittlere Einkommensschichten aus ihrem gewohnten Wohnumfeld verdrängt werden, insbesondere in der Innenstadt, aber auch überall sonst. Auch für alteingesessene Gewerbetreibende, für Kleinteilchen Einzelhandel, für soziale, kulturelle Einrichtungen muss in Zukunft noch genügend und bezahlbarer Raum in den städtischen Quartieren vorhanden sein. Eine solche Wohnungs- und Mietenpolitik braucht einen strategischen Rahmen, belastbare Kooperationen und einen breiten stadtgesellschaftlichen Konsens. Denn integrierte Stadtentwicklung ist mehr als die Summe einzelner gelungener Projekte. Weil integrierte Stadtentwicklung koordinierte strategische Planung erfordert, werden derzeit die Stadtentwicklungspläne Wohnen, Verkehr, Zentren sowie Industrie und Gewerbe zeitlich parallel aktualisiert. Einzelhandel, Gewerbe, Verkehr, Freiflächen,
All das konkurriert mit Wohnen um die knapper werdenden, noch verfügbaren Flächen. Die Stadtentwicklungspläne sollen uns dabei helfen, solche Flächenkonkurrenzen sinnvoll aufzulösen. Sie sind die Grundlage für vertiefende Bebauungskonzepte, Änderungen des Flächennutzungsplans und auch für die Vorbereitung konkreter Bauprojekte. Stadtentwicklungspläne sind auch ein wichtiges Instrument für vorausschauendes Flächenmanagement. Es geht darum, Flächenreserven aufzuspüren, bevorstehende Flächenengpässe rechtzeitig zu erkennen und auf dieser Grundlage dann auch wieder, was Berlin lange nicht gemacht hat, eine vorsorgende Flächenbeschaffung zu organisieren. Liebe Anwesende, heute reden wir über den Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030. Was machen wir hier? Wo stehen wir? Dieser STEP soll die strategischen Grundlagen der Wohnflächenentwicklung abbilden, die Wohnungsnachfrage, die Wohnungsbaupotenziale bis 2030, Leitlinien und Ziele, Instrumente und Maßnahmen. Es ist ein gesamtstädtischer, raumbezogener Plan. Es geht also vor allem um Flächen für Neubau und um Stadtgebiete mit dem Einsatz besonderen Städtebaurechts und Städtebauförderung. Im Stadtentwicklungsplan Wohnen werden keine Mieten- oder liegenschaftspolitischen Details geregelt. Das wäre im Übrigen auch gar nicht möglich. Aber ich möchte deutlich machen, wir reden über Raumplanung. Die Erarbeitung des Stadtentwicklungsplans Wohnen wird durch einen Begleitkreis unterstützt, der aus knapp 30 Vertreterinnen aus Wohnungswirtschaft, Politik, Verwaltung, Verbänden, Wissenschaft und stadtgesellschaftlichen Initiativen besteht. Am 17. Oktober, also vor einem reichlichen Monat, hat der Senat unseren Zwischenbericht zum Stadtentwicklungsplan Wohnen zur Kenntnis genommen mit Leitlinien zur künftigen Entwicklung des Wohnens in Berlin und zum Mengengerüst für den Neubaubedarf. Dazu werden gleich im Anschluss die Kollegen, die den Plan erarbeiten, berichten. Da werde ich jetzt also keine weiteren Ausführungen zu machen. Aber vielleicht mal einen Blick auf die aktuelle Neubauentwicklung. Wir haben eine positive Neubauentwicklung zu verzeichnen. Es ist aber erkennbar, dass das noch nicht reicht. Der Wohnungsmarkt ist stark angespannt. Die Mieten, die Kauf- und Bodenpreise sind stark gestiegen. Zwar sind auch die Neubauzahlen kontinuierlich gestiegen, aber in den letzten Jahren wurden nicht genügend und vor allem zu wenige der besonders benötigten preiswerten, also leistbaren Wohnungen errichtet. Rechnerisch fehlen uns in dem Zeitraum von 2013 bis 2016 bereits 77.000 Wohnungen. Das ist vielleicht sozusagen eine Dimension, die klar macht, worüber wir reden. Das Angebot an vergleichsweise preisgünstigen Wohnungen und die Zahl der Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindung ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Auf dem sogenannten freien Markt gibt es diese preisgünstigen Wohnungen de facto nicht mehr. Ich kann das mit einem Beispiel belegen. Im Jahr 2016 wurden noch 7% der auf dem Wohnungsmarkt verfügbaren oder angebotenen Wohnungen mit einer monatlichen Miete von unter 6 Euro angeboten. Im Jahr 2011, also vor 5 Jahren, lag dieser Wert noch bei 37%. Also hier hat sich was verschoben, was sozusagen das soziale Gefüge der Stadt verändert. Deshalb müssen wir noch mehr als bisher für den Bau bezahlbarer Wohnungen tun. Ich habe es am Anfang gesagt und ich möchte es an dieser Stelle wiederholen, weil es uns so wichtig ist. Wir wollen die Berliner Mischung bewahren und weiterentwickeln. Nicht nur eine funktionale Mischung für die Stadt der kurzen Wege, sondern auch die soziale Mischung als Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und integrierte Nachbarschaften. Berlin braucht Neubau. Berlin braucht aber nicht irgendwie nur mehr Wohnungen, sondern vor allem bedarfsgerechte Angebote. Im Rahmen der Erarbeitung des Stadtentwicklungsplans Wohnen 2030, den wir im kommenden Jahr im Senat beschließen wollen, können wir den Bedarf an neuen Wohnungen relativ klar benennen. Bis 2021 jährlich zusätzlich 20.000 Wohnungen. Zum Vergleich, im Jahr 2016 sind 13.700 Wohnungen fertiggestellt worden. Da gibt es also eine Differenz. Wir gehen davon aus, dass wir für den prognostizierten Zuwachs jährlich 14.000 brauchen und weitere 6.000, nämlich genau die, die in den vergangenen Jahren nicht gebaut worden sind, also fehlen, um die Anspannung des Wohnungsmarktes schrittweise zu verringern. Dieser große Bedarf an Wohnungen macht nochmals deutlich,
dass wir die Anstrengungen zur Nutzung von Wohnungsbaupotenzialen in dieser Stadt tatsächlich verstärken müssen. Denn ohne Neubau wird es keine nachhaltige Entlastung auf dem Berliner Wohnungsmarkt geben. Natürlich ist Neubau nicht alles. Aber ohne Neubau kommen wir sozusagen mit dem Wachstum nicht klar. Wo sind die Potenziale für den Wohnungsneubau? Es ist absehbar, dass wir ein ausgewogenes Verhältnis von Innenentwicklung und Stadterweiterung werden finden müssen. Das heißt einerseits, Potenziale der Innenentwicklung konsequent zu nutzen, durch Aktivierung ungenutzter Flächen und Brachen, aber auch durch behutsame Nachverdichtung. Wir müssen alle Flächen und Möglichkeiten in den Blick nehmen. Die neuen Wohnungen entstehen durch Bebauung größerer, kleinerer, bislang unbebauter Grundstücken, Nachverdichtung, Lückenschließung, Dachausbau, Aufstockung, zum Beispiel Supermarktareale, Umnutzung von Flächen und Gebäuden. Aber wir müssen auch neue Stadtquartiere entwickeln. Da sind wir dabei, sie vorzubereiten, und wir werden möglicherweise weitere Potenziale finden müssen. Entscheidend ist dabei neben den städtebaulichen eben auch die soziale und ökologische Qualität und Innovation zu organisieren bei diesen neuen Stadtquartieren. Es wird in der Stadt also eine höhere Dichte geben. Nicht überall, aber an vielen Orten. Städtebaulich angemessen, verträglich möglichst. Das gilt sowohl für Siedlungsgebiete, das gilt für Quartiere mit Geschosswohnungsbau, das gilt für Areale, in denen Wohnhochhäuser jetzt schon stehen und vielleicht welche ergänzt werden können. Ein weiterer wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit dem Wohnungsneubau sind die recht hohen Mietpreise, die im frei finanzierten Bereich überhaupt nicht mehr unter 10 Euro liegen, sondern heutzutage deutlich drüber. Es steht außer Frage, dass sich diese Preise nicht viele Berlinerinnen und Berliner leisten können. Es gibt welche, die es sich leisten können, das ist auch okay. Aber wir müssen uns um die kümmern, die es sich nicht leisten können. Deshalb ist im Zusammenhang mit dem Wohnungsneubau die Neubauförderung von so großer Bedeutung. Nur wenn wir neue Wohnungen bauen und davon in größerer Zahl Mietpreis- und Belegungsgebundene, dann können wir tatsächlich bedarfsgerecht den Wohnungsmarkt entwickeln. Berlin ist zur Erinnerung erst 2014 mit 1000 Förderzusagen wieder eingestiegen in den sozialen Wohnungsbau. Die letzte Förderzusage davor war, glaube ich, im Jahr 1998. In den kommenden Jahren wollen wir die Förderzahlen schrittweise erhöhen, 5000 neue Sozialwohnungen pro Jahr. Das ist unser Ziel. Und nur mit diesem, gern auch einem höheren Förderumfang, wird es uns gelingen, den Berliner Sozialwohnungsbestand auf einem Niveau von knapp über 100.000 Wohnungen zu stabilisieren. Bei insgesamt 2 Millionen Wohnungen in dieser Stadt plus X, die wir dazu bekommen, ist das nicht besonders viel. Also es ist das absolute Minimum dessen, was wir brauchen. Dazu kommt das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung. Mit diesem Modell können wir bei privaten Neubauprojekten, für die Bebauungspläne erforderlich sind, einen Anteil von Mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen verabreden. 2014, als das Modell gestartet ist, war die Grundlage 25% der Wohnungen. Wir haben seit Anfang dieses Jahres die Quote auf 30% der Wohnfläche hochgesetzt. Voraussetzung dafür sind Bebauungspläne und entsprechende städtebauliche Verträge. Deshalb ist es mir und uns so wichtig, dass wir auch andere Bauherren in den Blick nehmen beim Wohnungsneubau. Und an wen könnte man da sozusagen zuerst denken? Natürlich an die 6 städtischen Wohnungsbaugesellschaften mit ihren derzeit rund 300.000 Wohnungen. Es ist eine sogenannte Roadmap zur Bestandserweiterung verabredet, dass es innerhalb von 10 Jahren sich der Bestand auf 400.000 erhöhen soll. Allein innerhalb dieser Legislatur bis Ende 2021 sollen und werden die städtischen Gesellschaften 30.000 Wohnungen an den Start bringen. Das ist allerhand in der Zeit, in diesem kurzen Zeitraum. Und bei den städtischen wird der Anteil mietpreis- und belegungsgebundener Wohnungen 30-50% betragen. Neben dem Neubau müssen wir uns natürlich um die Bestandswohnungen kümmern. Das will ich hier sozusagen in den Diskussionen gleich vorwegnehmen, weil die Anspannung des Wohnungsmarktes für die Bestandsmieter allein durch Neubau natürlich nicht ausgeglichen werden. Deshalb nutzen wir in Berlin alle rechtlichen Möglichkeiten. Wir probieren auch neue aus, um durch regulierende Mietenpolitik Einfluss zu nehmen auf den Wohnungsmarkt. Wir
nutzen verstärkt aktuell auch das Milieuschutzrecht, das kommunale Vorkaufsrecht, um hier auch Signale in den privaten Markt zu geben, dass die Dinge sozusagen nicht ihren Lauf nehmen können, wie wir es derzeit erleben. Und wir setzen uns aktiv für die Schärfung von Instrumenten ein, wo nur auf Bundesebene entsprechende Entscheidungen möglich sind. Und da bin ich natürlich sehr gespannt, was die Nachricht von heute Nacht bedeutet, dass Jamaika nicht zustande kommt und ob und wie wir auf Bundesebene zu einer sozialen Mietenpolitik zurückfinden. Wenn wir sozusagen diese große Aufgabe hier in Angriff nehmen wollen, dann ist eines klar: Planen und Bauen geht nur mit den Menschen in dieser Stadt. Partizipation ist nicht nur mir besonders wichtig, sondern zieht sich auch wie ein roter Faden durch die Verabredung der rot-rot-grünen Koalition in Berlin. Wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen, deshalb machen wir solche Veranstaltungen. Wir wollen, dass sie mitreden, mitmachen. Dazu müssen wir Standards vereinbaren, die dann auch für alle Projekte gelten. Und wir müssen sozusagen so gut es geht, so früh wie möglich bei konkreten Projekten Partizipation integrieren. Die eine oder andere von Ihnen war vielleicht auf dem Stadtforum zur Beteiligung am 26. Juni. Darauf aufbauend hat das Arbeitsgremium für die Leitlinie der Bürgerbeteiligung seine Arbeit aufgenommen. Auch hier werden wir im nächsten Jahr die Ergebnisse miteinander diskutieren. Und natürlich müssen wir auch bestehende Partizipationsangebote, wir fangen ja nicht bei Null an, Professor Scheuwens hat es gesagt, Berlin hat großartige Erfahrungen in partizipativer Stadtentwicklung, solche Angebote, solche Erfahrungen zu nutzen, innovativ weiterzuentwickeln, das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Thema. Wir haben bei der Stadtentwicklung immer das Ziel, Identität zu wahren, aber Veränderungen zu ermöglichen und aktiv zu gestalten. Die Interessen der Berlinerinnen und Berliner in Einklang bringen mit den Anforderungen, vor die uns der Zuzug, das Wachstum und die Veränderungen in der Stadt, die davon ganz unabhängig auch noch stattfinden, stellen. Das bedeutet auch, Verantwortung für die berechtigten Interessen derjenigen zu übernehmen, die neue Wohnungen brauchen. Das sind nicht nur Neuberliner, das sind auch unsere Kinder, die bei den Eltern ausziehen möchten oder Berlinerinnen, die aus anderen Gründen umziehen müssen. Auch zum Beispiel, weil ihr Vermieter die Miete erhöht hat und wir keine Möglichkeit haben, dagegen vorzugehen. Wir können diese Menschen nicht im Regen stehen lassen, nur weil andere, die schon eine schöne Wohnung haben, sich gegen Veränderungen in ihrer Nachbarschaft stellen. Deshalb ist gemeinsames Verständnis und gemeinsames Handeln aller Akteure in Berlin so wichtig und Voraussetzung dafür, diese Herausforderung zu bewältigen. Deshalb freue ich mich auf den jetzt anstehenden fachlichen Austausch und ich bin ganz gespannt auf die Diskussionen, die heute hier kommen und melde mich zum Schluss noch mal zu Wort. Vielen Dank.